Wir feiern dieses Jahr 50 Jahre Club of Rome, Ende des Wachstums. Wenn du das bedenkst, dass das dieses immer noch läuft, es ist ein Krieg, der ja ständig gelaufen ist. Für mich ist all die Jahre schon ein Krieg gegen die Natur, gegen alle Lebewesen. Der läuft ja ständig. Gegen die Tiere, gegen die. Und gegen die Vernunft, ne? Weil das ist ja eigentlich alles Ja, also lesbar der und Krieg hat eigentlich gar nicht begreifbar. aufgehört. Und wir, die wir so ernster, also das mitkriegen oder uns auch bemühen um Informationen. Ich bemühe mich auch. Ich gehe zum Nord-Süd-Forum und lese deren Berichte, wenn ich jetzt manchmal nicht mehr kann, aber ich gehe und lese die Berichte. Ja, wie geht's den anderen Ländern? Und über meine Flüchtlinge bin ich genug informiert. Die leben, die tragen den Krieg, wenn die mir von ihren Kriegserlebnissen erzählen, der ist plötzlich auch wieder hier. Also die Afghanen jetzt gerade, die Afghanen ganz schlimm, geknickt. Telefonieren, telefonieren jede Woche, nicht? Aber die Frauen können sich nicht rauswagen. Frauen kaufen kein Fahrrad mehr, vorher haben sie Fahrrad fahren dürfen, nicht mehr. Ja. Eigentlich eingeschnitten, ganz, ganz schlimm. Es ist doch grotesk. Ich weiß nur, vor Corona haben wir schon immer gesagt, so geht es nicht weiter. Ich weiß nicht, wir haben immer schon gesehen, das Klima bahnte sich an, nicht die ersten großen, in Afrika vor allen Dingen, nicht diese wahnsinnigen Trockenheit in Uganda, die Heuschrecken und die Überflutungen in Angola. Zimbabwe auch Überflutungen. Da habe ich mir nur immer gedacht, so geht es doch nicht weiter. Ja? Und dann kommt diese Corona-Geschichte. Und ja, wurde dann sehr positiv, ja, so viel Solidarität. Die Armut wird wahnsinnig wachsen. Ja, und die ganze Frage der Energie kommt dazu. Die Heizung, dieses teuer werdende Heizung. Wir stellen uns schon vor, dass man nur noch ein Zimmer im Haus heizt und nicht, wie das werden kann. Ja, aber das ist auch Kriegssituation. Das erkenne ich vom Krieg. Wo hast du Ja, den Krieg erlebt? Wie? von Ostpreußen weg auf Fluchtwagen, auf Pferd und Wagen übers Eis und nach Pommern. Die Übernahme der Polen. Es wurde ja in Jalta beschlossen, wie man die Bundesrepublik aufteilt. Und da ist der ganze Wartegau und das Hinterpommern, Pommern, ja, bis an die Oder-Neiße-Grenze, bis Stettin, alles polnisch geworden. Große Schlagzeile: Krieg in Europa. Es war schon mal Krieg in Europa, Das ist wirklich Kosovo-Krieg. die Ungeheuerlichkeit. Auch alle unisono, zum ersten Mal ist wieder Krieg in Europa, zwei Flugstunden Ja, entfernt. Keine Rede von irgendwas, auch in der Tagesschau haben sie so gesagt. 99, wenn du bedenkst, das sind Ja. jetzt gerade 23 Jahre Ja. her. Und meine Kosovo-Albaner, die ich hier immer zu treffe, die sagen, wir sind immer noch traumatisiert von Ja. unserem Krieg. Das ist Ja, ungeheuerlich, ne? Dass sie das ja, ja. unisono und sogar Ja. in der Tagesschau jedes Mal wieder sagen. Ja. Das sind So kann diese man Mantras, die Geschichte. in uns reingeteilt sind. Ja, also es steht doch alles auf Stopp, Stopp. Es steht alles wirklich Stopp. Waffen stillstand erstmal. Und das, diese Sprache von heute, was ihr da erzählt vom Bundestag, das ist ja das krasse Gegenteil. Krasse Gegenteil. Und das kann ich mir aber Oh. auch psychologisch zum Beispiel so vorstellen. Man spürt dass diese Welt irgendwie total kollabiert irgendwie an so verschiedenen Krisenherden. Und dann ist wahrscheinlich so eine Neigung, eben auch so eine Flucht nach vorn. Und jetzt Flucht nach vorn, das ist richtig, das ist müssen wir da irgendwie so eine Dynamik, das wirkt ja immer gut, ne, wenn da ein Herr Merz sich hinstellt und sagt, oh, und dann müssen wir da zurückkehren zum Prinzip der Abschreckung. Und dann kannst du jetzt immer noch auf diese Erzählung, die westliche Welt, das hört sich immer alles auch noch toll an. Jetzt endlich hält die westliche Welt zusammen. Und unten lassen sie die Menschen ertrinken, nicht in Ja, ihren das ist Lagern. auch Also für dieses diese Menschenbild, das, Heuchelei und ja, auch. also diese Heuchelei, diese von oben herab, ja. Wenn man jemanden verurteilt, Ja. ja, da gucke ich immer, den Putin-Krieg, sehe ich ja auch seine Geschichte. Wie er im Bundestag 2007 gesprochen hat, Ja. aber er wurde ja geklatscht.
Nicht? Man vergisst ja immer, wie er immer wieder versucht hat, mit Deutschland in Freundschaft zu kommen. In jedem Menschen steckt auch das eine, Licht und Schatten. Ja, und dass dieses in ihm, was ich von den ersten Jahren, wie er hier in Deutschland die Truppen abgezogen hat, nicht? Diese Dinge sind vergessen. Und vor allen Dingen, wir haben ja eine breite Schicht, die sich nicht dafür interessiert, die eigentlich nicht, und die so furchtbar ungebildet ist in politische Bildung überhaupt nicht, rein null. Du bist einfach so überfordert, und wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, also Mütter oder Familienleute, jedenfalls verstehe ich guten Väter, die einfach die Waffen strecken, also das sollte man jetzt nicht mehr sagen, das Wort, aber... die einfach nur noch die Ohren zumachen, weil sie es einfach nicht mehr aushalten, dem nicht mehr gewachsen sind. Schau mal, wie viel wir uns damit beschäftigen und auf wie viel Hintergrund wir uns damit beschäftigen. Ne? Ja. Das ist ja alles auch ein riesen Privileg, auf dem wir aufsetzen können, wenn wir Dinge versuchen einzuordnen oder auch dann und so. Ne? Aber wenn du dann als normaler Mensch mit drei Kindern und Beruf und so. Ja, nein, also, das ist, da habe ich auch große Verständnis für meine Enkel, die mit Kindern auch zu tun haben. Es hätte nicht so werden müssen. Wir haben ja dann in den 80er Jahren, da hieß unsere Friedensinitiative Christen in der Region München. Viele, auch Pfarrer und Wehrdienstverweigerer waren dabei und viele, viele Frauen, die von der Dorothee Sölle inspiriert waren nach 81, nach dem Kirchentag in Hamburg. Und diese Leute, die waren wirklich handfest alle mit an der Arbeit, Besuche machen, Partnerschaften. Diese Ideen, die müssen jetzt wieder aufgegriffen werden. Schüleraustausch, Ferienbesuch. Ja, also all diese Dinge, die sind verloren gegangen. Weißt du, wenn er alleine die Friedensinitiative hat in Kiew angefangen, eine Werkstatt für Orthopädie, für die Kriegsverletzten aus dem Krieg. Und dann ist entstanden aus dieser Orthopädie-Werkstatt, da wurden die Meister nach München eingeladen in eine Orthopädie-Werkstatt. Die haben sie gelernt. Und dann sind wieder Meister von München nach Kiew. Das ist eine lebendige, und wir waren dann nachher überfordert, das wuchs und wuchs, und dann hat die Stadt München dieses Modell übernommen, dieses Projekt, was unsere Friedensinitiative begonnen hat. Und das sind die Ideen, die in die Bevölkerung muss, dass man was tun kann, Projekte. Deswegen, ich bin immer auf der Suche nach Projekten, die man mit anschiebt. Aber hier an dieser Stelle auch nochmal so klar sagen, was tut ihr denn, ihr Pazifisten? Nicht? Also dann an der Stelle zu sagen, es gibt doch so und so viele Möglichkeiten. Und die werden wir uns jetzt wieder ganz stark ranholen, diese Vorschläge. Und die Städtepartnerschaften, das könnten Kommunen anfangen. Nicht? Und dass wir auch miteinander, wir können, arbeiten ja auch eigentlich, es ist ja immer ein Spiegelbild der andere. Nicht? Fehlt mir etwas, wo es mich triggert, nicht? Dann muss ich mal gucken, was ist denn da bei mir? Nicht? Für Frieden sein, das reicht nicht. Mit Frieden ist Arbeit, da ist was zu tun. Handlungsbedarf, Friedenshandwerker werden. Nicht?